Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, meine lieben Freunde. Ja, heute möchten wir den letzten Part angehen. Das letzte Mal waren wir nämlich bei Bowser. Und wir sind mittlerweile Level 25, wie ihr gesehen habt. Schauen wir uns aber zunächst kurz die Orden an. Ich bin ein Level aufgestiegen, als ich nach draußen bin. Ihr seht, ich habe die Orden ein wenig umstrukturiert. Im Vergleich dazu, wie sie vorher waren. Die habe ich aktuell drin. Seht ihr, Level 25? Wir haben ja nur 2 Sternpunkte gefehlt. Daher war das keine so große Sache mehr. So, ich habe im Moment 2 Ordenpunkte frei, weil ich die de facto nicht unbedingt benötige. Und das sieht de facto so aus. Ich habe einen Kraftplus raus. Der hat nämlich 6 Ordenpunkte verbraucht, wie ihr seht. Und das ist schon einiges. Ich dachte mir, das kann ich doch bestimmt effizienter machen. Hier habe ich den P rauf. Erhöht Angriffskraft um 1, aber senkt Verteidigung um 1. Verteidigung brauche ich beim goldenen Susenwusen nicht. Deswegen passt das eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich den Alles-Order. Da braucht man 4 Ordenpunkte. Und wenn das Action-Kommando perfekt stimmt, dann ist er genauso stark, wie wenn ich einen Kraft-Plus-Orden hätte. Heißt, 2 und 4 Ordenpunkte und ich habe hinterher genauso viele. Beziehungsweise sogar noch mehr. Mache ich sogar noch mehr Schaden als ohne. Ist also ziemlich perfekt. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem, da ich den Schnellwechsel gerade nicht drin habe. Ist dementsprechend Trash draußen. Und das ist nicht ganz so geschickt, denn ich hätte eigentlich meinen Freiraum gebraucht, um diesen goldenen Susenwusel zu erledigen. Mist. Achso, okay. Ja, der fliegt von selbst. Okay, passt. Dann nimmt er mir die Arbeit ab. Da bin ich eigentlich auch ganz dankbar, wenn ich ehrlich bin. So, wie holt man sich jetzt diesen goldenen? Ich will dazu sagen, dass ich ihn im Moment nicht gescannt habe. Er hat 20 KP. Denn den Part musste ich damals neu machen bei den Blütenfeldern. Wenn ihr euch erinnert, wo wir ihn gescannt haben. Das hat irgendwie nicht gespeichert. Und ja, deswegen ist er im Moment nicht gescannt. Aber er hat nach wie vor 20 KP. So. 6 Schaden haben wir ihm gemacht. Das bedeutet, wir müssen ihm jetzt noch 14 abziehen. Mit dem Powerhüpfer ist das kein Problem, Leute. Okay, wählen wir ihn aus und ihr seht 5 Schaden, 4, 3, 2, 1. Wer Mathe kann, weiß, dass er spätestens, als die 2er erschienen ist, tot war. Ansonsten können wir mit Bombettes Bombe noch angreifen. Und so haben wir 38 Sternpunkte. Ihr seht, er gibt bis zum Ende sehr, sehr viel. Wir haben hier noch 2 Level, die wir steigen können. Sogar in Paper Mario 2, wo man bis Level 99 steigen kann, sind die goldenen Susenwusels bis zum Ende die beste Erfahrungsquelle. Auch wenn es da natürlich proportional immer mehr abnimmt. Aber dort das maximale Level zu erreichen, ist sowieso sehr, sehr, sehr schwierig und krank. Wobei da natürlich der Vorteil ist, dass man ja immer mindestens einen Sternpunkt bekommt. Zwar nicht pro Gegner, aber pro Kampf. So. Mario geht gerne rein und raus und das werde ich euch hier demonstrieren schnell, wie das denn jetzt konkret geht. Also, wir gehen wieder aus Marios Vater, dem Dekobaum, raus, steigen auf Trash und schauen schnell rüber, ob er golden ist. Wenn er nicht golden ist, gehen wir zurück durch den Dekobaum, verlassen ihn wieder, gehen wir da rein und wiederholen die Prozedur. Und ihr seht, er ist golden. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn ich das maximale Level erreicht habe. Bis dann. Da sind wir wieder bei Paper Mario. Ja, ich habe jetzt natürlich bis hierhin vorgespielt. Und jetzt können wir hier das letzte Level entgegennehmen. Und endlich gegen den Secret Endboss kämpfen. Wobei es noch ein paar andere Sachen gibt, die ich machen möchte. Ach, jetzt chill doch mal. Ich habe gerade alle Hände damit zu tun, wie ihr merkt. Weil ich eigentlich hier drauf wollte. Okay. Also, eben zunächst. Ich lasse das mal so. Jedoch werde ich den hier raustun. Der ist mir zu riskant, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Jetzt muss ich überlegen, was ich reintue. Ich glaube, der Zapper ist eine ganz gute Idee, da er mich ja auch oft physisch angreift. Wir haben ja schon ein paar Kämpfe gemacht und ansonsten passt das, glaube ich, soweit ganz gut. Ja. Und, gut, dann würde ich sagen,
begeben wir uns noch in seine Richtung. Wir haben übrigens fast noch mal volle Münzen am Ende. Finde ich sehr, sehr cool. Begeben wir uns in seine Richtung. Es gibt dann noch eine Kleinigkeit, die ich euch danach zeigen möchte. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen, nicht wahr, Freunde? Ich denke, das ist so der ganzen Übersichtshalber auf jeden Fall besser. Es gibt nämlich noch, ihr wisst nämlich noch diesen Orden, den Bowser Schloss, wo ich euch nicht zeigen konnte, wie man ihn erreicht, weil ich selbst nicht wusste. Nun, jetzt weiß ich es. Oh, mir kommt gerade was. Habe ich eigentlich den Schnellwechsel drin? Ich glaube nicht, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte ihn aber gerne drin. Und deswegen ist die Frage... okay, den Speedwirbel kann ich raus. Ja, okay. Machen wir den Tummelnichts dann noch dafür rein. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, lieber alles oder nichts oder lieber den Schnellwechsel. Ich entscheide mich für den... Ja, gut, wobei, da kann ich auch den Zapper raustun. Ja, okay, dann tun wir lieber den Zapper raus. Und dann den Schnellwechsel rein, denn ich würde gerne meine Partner, so gut es geht, benutzen. So, natürlich darf Gumbario als erster ran. Hi, Freund. Mario, willkommen im Dojo. Was führt dich zu uns? Ja, versuchen. Gut, ich werde ein letztes Mal gegen dich kämpfen. Aber diesmal kenne ich keine Zurückhaltung mehr. Bist du bereit? Aber sowas von Adi, ready bin ich. Und es kommt zum großen Showdown. Möge der Kampf beginnen. Sieh meine Wut, Mario. Das ist der dreifache Super Saiyajin. Boah, Chishe, das ist der Meister als dreifache Super Saiyajin. Ihm gehört das Dojo und boah, der ist nicht der stärkste Kämpfer hier. Der hat, boah, nimmt seinen Angriff, sprengt die Skala ins Over 1000 Hotel. Er beherrscht sicher ein paar Techniken, von denen ich doch nie gehört habe. Und, boah, also knallt auf mich wohl nicht erwarten. Also stürzen wir uns in den Kampf, ey, der macht uns so fertig. Ich schwör, scheiße, Mann. Okay, gut. Ich werde jetzt mit Sprung Plus erstmal agieren. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wir jetzt so schnell möglich Sushi mit dem Wasserblock rausholen. Autsch. Habt ihr das gesehen? 11 Schaden. Hat er mir mal schnell abgezockt. Und deswegen wollte ich auch nicht Trash. Hi. Hallo, ich hab Bowser besiegt, ja. Ich schaff das. Ja, chill. Chill, Paracarry. Du kommst im Moment noch nicht dran. Wir möchten zunächst einmal den Wasserblock von Sushi haben. Ah, okay, nicht ganz perfekt, aber passt. Leider hat er eine Verteidigung, sonst könnte ich Ladybus Fächer-Lady einsetzen. Für diejenigen, denen das ein Begriff ist. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich mit Watt irgendwas Richtung Paralyse ausrichten kann. Mann, ist der geistesgestört. Schaut ihn euch an. Aber ja. Beziehungsweise, ich werde jetzt erst einmal hier den Ruhigsteller tatsächlich mal benutzen. Das senkt nämlich seinen Angriff um 3. Den haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht wirklich verwendet. Aber ich denke, in diesem Fall ist das keine schlechte Sache. Ich weiß noch nicht, für wie lang. Aber, ja, scheint mir ganz gut zu sein. So, und jetzt natürlich der Power Shock. Aber das geht so langsam nach oben. Ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Paralysieren ist nicht. Aber seine niedrige Angriffskraft ist mir jetzt erstmal ein riesengroßer Segen. Okay. Sprung Plus machen wir erneut. Und ansonsten, er hat ja 1 Verteidigung, daher sind Angriffe schwierig, ja, wobei, bleiben wir mal bei Watt und greifen wir, beziehungsweise setzen wir den Turbolader ein, genau. Ah, Mist. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht auf das A schaue. Eigentlich ist es ziemlich einfach, wenn man auf das A schaut. Daher, ja. Fail on me, würde ich sagen. Ah, Mist. Der Wasserblock hat keine Wirkung mehr. Aber jetzt wollte ich
Ja gut, wobei, stimmt, jetzt kann ich Sushi zurückholen und so den Wasserblock erneuern. Stimmt, das ist eigentlich ganz gut. Also, diesmal aufs Arsch schauen. Und schon kein Problem. Ich habe nämlich immer versucht, das schön im Takt zu machen, aber... Ihr seht, wenn man auf Arsch schaut, ja, überhaupt kein Problem. Und jetzt würde ich sagen, erste Runde, Power-Up-Four. Ah, das war nicht schlecht. Für jemanden aussieht wie ein Klempner, wirst du über große Stärke. Aber nur dreimal, das ist nicht optimal. Oh shit, er ist wieder normal stark. Was? Sein Angriff ist trotzdem noch nach unten, aber er hat mir trotzdem so viel Schaden gemacht. Okay. Aber ja, ihr merkt, ich habe ein paar Soundorden drin. Ja, das ist natürlich der Nachteil bei dem Orden, wie ihr gemerkt habt. Machen wir mal den Spucker. Ist zwar, ja, immerhin 6 Schaden sind's. Damit kann ich durchaus leben. Autsch. 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 So, ja, mach mal weiter, würde ich sagen. Solange ich noch mit Turbolader hoch bin, ist es, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Ja, sollte ich mal vortreffen müssen. Boah, nicht schlecht. Dann wäre das Ganze auch wesentlich besser gewesen. Okay, ich müsste den Stern jetzt mal wieder einsetzen. Nehmen wir mal Paracarry. Und greifen wir mit dem Panzerwurf an. Ich habe mir übrigens vorgenommen... Shit. Das war schlecht. Es ohne Items zu schaffen. Also ich habe mich jetzt hochgelevelt, aber dafür möchte ich es ohne Items schaffen. Deswegen... Ja, haltet mir die Daumen dafür, weil da, ihr seht, das ist alles andere als einfach, was hier auf mich zukommt. So, neue Sprungsession jetzt. Und der hier, ja, würde ich sagen, machen wir... Mach mal Lady Boo. Und dann lassen wir Mario mal verschwinden. In der Hoffnung, dass er mir keinen allzu großen Ärger macht. Ich zeige keine Gnade! Der Geist ist gestört. Aber gut. So, mein Wasserblock ist jetzt... Und alles ist jetzt kaputt. Und deswegen Himmelskuss. Denn ansonsten werde ich in der nächsten Runde ziemliche Probleme haben. Also, Kuss. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. 20 KP. Mir rechts. Autsch! Autsch, autsch. 9 fucking Schaden. 9. Gut, ich mach mal einen Sprung plus plus mal wieder weiter. In der Hoffnung, dass es mir diesmal besser gelingt. Und natürlich benötige ich jetzt wieder einen Wasserblock. Denn der ist verdammt stark. Und da werde ich auch nochmal den Stern, den Ruhigsteller einsetzen. Weil sonst chillt der gar nicht, wie ihr gemerkt habt. So kann man den einigermaßen kontrollieren. Keine Gnade! 5. Wow. Wenn man das jetzt noch zweimal ausweicht und einmal Verteidigungsplus drin hat, krass. So, Ruhigsteller. Dann habe ich noch genau zweimal Sternenenergie. Also passt dann soweit. Falls ich das noch brauchen werde. So, Angriffsstärke um 3 gesunken. Das ist wundervoll. EP werde ich, beziehungsweise BP werde ich jetzt sehr konservativ behandeln. Und es gibt danach übrigens noch einen Kampf, den ich euch zeigen werde. Hat auch mit Bowser's Schloss zu tun, aber dazu dann später mehr. Nach diesem krassen Kampf, der uns sicherlich viele Nerven kostet. So. Einmal verstärkt und greifen wir hier mit Elektrohieb an. Bäm! So, der rastet immer mehr aus. Okay, gut, diesmal konnte ich es abwehren. Sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall wichtig für die Psyche. Und da der Wasserblock gleich weg ist, würde ich sagen, hauen wir jetzt drauf. Yes! Er ist down! Der Meister ist besiegt und der dreifache Super Saiyajin bezwungen. Aber komm, die Spielung an Dragon Ball ist schon sehr offensichtlich, oder? Edler Mario, du hast mich übertrumpft, mich, den Meister, den stärksten aller Kämpfer.
Da du es geschafft hast, mich zu schlagen, soll mein Respekt und dies fort an dir gehören. Diplom. Der Beweis, dass Marios Kraft unübertrefflich ist. Ah, Mario, willkommen im Dojo. Ja, jetzt kann man nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Du hast bereits bewiesen, dass du das stärker bist als ich. Du sollst ein Training draußen in der Welt absolvieren. Auch ich muss weiter trainieren. Gut, Leute. Das war dieser Kampf. Und wir sehen uns dann gleich wieder zu einer Kleinigkeit noch in Bowser's Castle und zum allerletzten Kampf in diesem Spiel. So, da sind wir wieder. Hier in einem neuen Spielstand jetzt. Ja, ich habe diesen neuen Spielstand genommen, weil ich euch hier einen Kampf zeigen möchte. So, wie wir jetzt an diesen letzten Orden kommen, den ich euch nicht zeigen konnte. Das Problem war, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass unser Trash tatsächlich nicht so trashig ist, indem wir durch dieses Feuer durch kann. Jedoch, ihr seht es, wer wirklich leidet, ist die arme Wolke dabei. Die Wolke tut mir so leid, aber ja. Und dann können wir hier nach hinten und so gelangen wir dann zum Morgen. Hier gibt es einen Lebenpilz. Da ich aber bereits, wie ihr seht, vier in meinem Besitz habe, lehne ich tatsächlich bei deinem Lebenspilz ab. Denn dieser Kampf wird mega heftig und ich kann euch eins sagen, das ist auf jeden Fall die meiste Zeit, die ich jemals für einen LP-Part in Anspruch genommen habe. Nicht nur, dass ich bis auf Level 27 hoch trainiert habe und dann noch mich equipped habe, um den dreifachen Super Saiyajin zu besiegen. Nein, ich habe das gesamte Spiel noch einmal durchgespielt, um euch diesen Kampf zu zeigen gegen die Anti-Guys. Also mehr kann ich nicht machen. Ich finde es immer wieder geil, wenn immer diese Leute kommen, die sagen, ja, ich soll mal längere Videos suchen lassen. So, das kann, glaubt niemand. Allerdings, der Fehler an der Sache ist halt, diesen Orden haben wir theoretisch schon. Also Meditation hat Peach uns damals geholt. Aber gut. So, meine Freunde, das sind wir zum allerletzten Kampf. Meine Orden, ich habe den Sprung Plus, nicht den Super Sprung Plus drin. Power Doubts, Schnellwechsel, Kraft Plus, Verteidigungs Plus, einmal Ausweiche, alles oder nicht, alles oder ja, tu mir nichts und ja, das war's soweit. Jedoch bin ich gerade noch am Überlegen, denn ich hätte ehrlich gesagt sehr gerne den Zapper drin, wirklich gerne. Ob sich da nicht noch irgendwas deichsen lässt. Ich glaube tatsächlich, ich tue einen Ausweicher raus, sowie den tu mir nichts und tue dafür den Zapper rein. Dann nehmen sie nämlich Schaden bei jeder Berührung, die sie, ja, an mir kassieren. So, das Geheimnis, das sie auslösen, ist es, die Fragen, die hier jetzt gestellt werden, mit Absicht falsch zu beantworten. Ich hole zunächst mal Watt raus und dann geht's los. Diesen Dialog kennen wir ja schon. Daher, ja. Ja. Ein kleines Quiz. Okay. Ihr wusstet eigentlich nichts davon, bis das jemand in die Kommentare geschrieben hat. Und das ist richtig hart. Und weil das so hart ist, ist hier auch direkt davor ein Speicherpunkt. Okay, 3 Koopas und 4 Goombas. Das werde ich jetzt mit Absicht falsch machen, beziehungsweise 3 fies Koopas. Wie viele Koopas hast du gesehen? Ja, 5. Das ist auf jeden Fall falsch. Daher, ich habe das halt noch niemals falsch gemacht. Deswegen. Oh, du wirst lernen, das nimmt zu hassen, wenn du dreimal falsch antwortest. Ja. Wir haben hier 3 rote, 4 blaue und 4 grüne Shy Guys. Falls er da irgendwas fragen möchte, kann ich das gezielt falsch beantworten. Und welcher Sorte gab es? 3 rote, deswegen sage ich blaue. Nur damit ihr wisst, dass ich nicht wirklich so blöd bin, sondern das alles schon so geplant habe. Nur noch einer, Mario, es hängt alles an einem Faden. Nun zur nächsten Frage. Okay, wir haben 2 Bob-Oms, 2 rote und 4 blaue Shy Guys. Wenn es allerdings darum geht, wer wo rausgekommen ist, das merke ich mir nicht so gut, wie ihr gemerkt. Da kam aus dem mittleren Eingang. Ich glaube, die Bob-Oms kamen ganz links, daher ist die Mitte falsch. Ja, ich glaube, in der Mitte waren die roten Shy Guys.
Ha, das ist falsch, Idiot. Du hast 3 Fehler gemacht, das ist schlecht für dich, Mario. Und versprochen sollst du deine Krauen auf die Belohnung bekommen. Bereite dich auf den Kampf vor. Anti-Gai-Einheit-Attacke! Wenn du sie schlagen kannst, lasse ich dich durch. Aber das ist unmöglich. Aber du kannst ja mal versuchen. Ja, eigentlich ist das darauf. Soll das darauf hinaus, dass man das Spiel neu startet, weil das einfach zu krasser Scheiß ist. Oh, ich habe dich doch gar nicht gescannt. Das wusste ich nicht. Moment. Dann machen wir das jetzt erst einmal. Weil das ist absolut crazy. Boah, das ist ein Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auch Vernichtungs-Guy nennt, ey. Der hat 50 KBC in Angriff und keine Verteidigung. Joa, also, tschüss. Wenn er eine akrobatische Attacke ausführt, beträgt sein Angriffskraft 12, also versuch hier auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Boah, das wird richtig, richtig, richtig knallhart, möchte ich dazu sagen. Ich werde natürlich mit dem Ruhigsteller beginnen. Der hat mir ja auch schon gegen den dreifachen Super Saiyajin sehr gut geholfen. Und gegen diese Horde von Wahnsinnigen definitiv etwas, was ich nutzen sollte. Und das ist jetzt so eine 12, so eine Attacke für 12 KP, die der macht. Beziehungsweise wurde mir jetzt so 12 abgeziehen. Und jetzt kommt natürlich Sushi. Und das ist schon, wenn ich jetzt sehe, ich habe 16 KP schon verloren nach einer Runde. Wir selbst haben so viele. Also das ist richtig, richtig krass. Daher, ja. Müssen wir hier jetzt ganz, ganz viel Konzentration bewahren, wenn wir das hier irgendwie schaffen möchten. Okay. Also, wie jetzt am besten anfangen? Ich habe zum Glück auch 3 Lebenspilze hier. Ich beginne zunächst mal mit Tarngel. Das verschafft mir hier etwas Zeit, so können sie mich nämlich nicht treffen. Natürlich zusätzlich Verteidigungsblock steht, falls das Tarngel außer Kraft gesetzt wird. Oh, das ist sehr gut, weil sie alle haben mit einer starken Attacke angegriffen. Ja, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Okay. Gut, dann jetzt Watt. Ich hoffe, dass das gelingt, was ich vorhabe, denn ich möchte sie jetzt mit Megaschock alle paralysieren. Mhm. Gar nicht so schlecht. Super. Alle paralysiert für 3 Runden. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Okay. Ich würde sagen... Ja, jetzt ist halt die Frage, wie jetzt am besten angreifen. Ich würde sagen, ich power mich mal dafür auf, einen umzubringen. Also ich werde jetzt meine ganze Konzentration auf einen richten. Erst einmal hier damit und natürlich Turbolader von Watt. Ich darf jetzt echt keinen Scheiß machen. Der Zeitpunkt, wo ich mir Scheiß erlauben konnte, ist vorbei. Jetzt muss gehandelt werden. Ich mache nochmal eins. Und dann werde ich einfach alles geben, was ich habe. So, und da sie keine Verteidigung haben, ist das hier super für Lady Boo. Denn sie kann hier mit der Fächer-Lady angreifen. Und mittlerweile habe ich das Timing jetzt ziemlich gut drauf eigentlich. Deswegen, das habe ich im zweiten Durchspiel, habe ich das echt gut geschafft mittlerweile. Machen wir das. So, jetzt sind die wieder alle normal. Und mein Wasserblock ist weg, aber egal. So. Yes! Einer ist down. Sehr, sehr gut. Einer ist down. Das ist ein großer Etappensieg. Wundervoll, wundervoll. Okay, ich würde sagen, paralysieren wir sie nochmal. Das hat das letzte Mal wunderbar funktioniert. Weil das bringt schon sehr, sehr viel, glaubt mir. Sehr gut, es hat wieder geklappt. Super. Ist natürlich nicht selbstverständlich, dass das schon wieder funktioniert. Sondern ich würde sagen, solange ich noch mit Watt aufgepowert bin, ein Angriff geht... Ist ja auch schon einiges wie Matt. Ich hab übrigens die Sound FXD Orden drin. A bis D. So. Lady Boo wieder. Und ich glaube, jetzt komme ich eigentlich ganz gut durch. Also, scheint bisher super zu klappen. Aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, zu diesem LP noch ein paar Worte. Weil es ist jetzt auch schon im Best-of erschienen. Ja, ich nehme das hier ganz, ganz, ganz aktuell auf.
vom German Walkfooler. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also danke an der Stelle. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass das LP wirklich, ja, wirklich gut geworden ist. Leider konnte ich nicht so viele Attacken zeigen. Also ich habe jetzt mal bei dem erneuten Durchspielen gemerkt, dass ich durchaus in dem Sektor besser geworden bin. Aber ja. So, super. Jetzt ist es nur noch einer und der sollte wirklich zu schlagen sein. Wenn wir natürlich erneut auf die Paralysierungsmethode gehen. Jetzt kann ich mich hier mit A begnügen. Mal schauen, ob es gelingt. Ja, super. Also das ist echt gut, dass man denen so beikommen kann. Okay, ich hatte ehrlich gesagt einen härteren Kampf befürchtet. Aber mit dieser Methode, die ich entworfen habe, ist das Ganze relativ chillig. Ich glaube, euch die beste Methode zu zeigen, wie man sowas lösen kann, ist ganz in eurem Interesse. Das sind jetzt die Nachteile von dem Orden, den ich habe. Oh, Fächerlady geht nicht. Okay, dann werde ich es mit der normalen Ohrfeige belassen. Hier. Macht immerhin auch 6 Schaden, also... Und dann sollte es in der nächsten Runde ausreichen, um ihn umzubringen. Ja, ja, er ist tot. Ja, das hat super funktioniert, Leute. Ich möchte jetzt unbedingt noch das Face von der Cheerse, wenn ihr seht, wie absolut wir diese Antigas weggehauen haben allesamt. Das wird mit Sicherheit legendär. Out. Gegeben. Alter. Antigai. Einheit geschlagen. Meine letzte Verteidigungslinie. Die wichtigen Antigas konnte Mario nicht widerstehen. What the? Okay, ich hab dich geschlagen. Ich wurde von Mario besiegt, ja. Warum, Mann? Spusti. Auf. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank für die tolle Zeit in diesem LP. Ihr wart ein großartiges Publikum. Ich habe dieses LP sehr, sehr gerne für euch gedreht. Und es geht weiter bei weiteren Projekten. Weitere Mario RPGs werden kommen. Danke. Und wir sehen uns wieder beim Nachfolgeprojekt. Bei Mario Kart 7. Bis so, noch ganz kurz, meine Freunde. Hier und zu Hause. Dessen Peach wird noch immer über die Wolke gefangen gehalten. Komm schon, Mario, du bist ein Halbbruder, du musst sie retten. Ja, das ist jetzt natürlich ohne das Outro, aber das möchte ich euch noch zeigen. Wir haben insgesamt in diesem Let's Play 7228 Münzen gesammelt. Alle 80 Orden, alle 120 Sternsplitter, alle Rezepte von Omelty, wem Quiz muss Quiz. Ja, 64 Fragen gibt es, nur wir haben 65 Versuche gebraucht. Dafür steht diese 65 danach, also es ist nicht so, dass wir eine Frage verpasst hätten. Wir haben 506 Kämpfe insgesamt bestritten, dabei hatten wir 178 Erstangriffe, der Gegner hatte 95 und Powerhüpfer, der Rekord lag bei 12. So viel zu den Statistiken vom Spiel. Muss ich noch irgendwas im Luigi-Tagebuch vorlesen? Nee, alles vorgelesen? Gut, dann jetzt wirklich. Arrivederci. Endlich bin ich diese Flachzange von einem Gubario los, der so lohnt den Verrat denn.